Ideale Helfer für die Reinigung von textilen Oberflächen und Teppichen mit Hilfe von Reinigungsmitteln. Sprühen, saugen, fertig. Wir zeigen euch die derzeit besten Waschsauger am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Waschsauger werden auch Sprühextraktionsgeräte oder kurz Sprühsauger genannt. Treffende Bezeichnung, weil sie die verwendete Technik plastisch beschreiben. Ein Waschsauger besitzt nämlich eine zusätzliche Sprühdüse, mit der Reinigungsflüssigkeit auf die zu bearbeitende Fläche aufgetragen und anschließend sofort wieder mit einer Saugdüse abgesaugt wird. Das Schmutzwasser sammelt sich dabei in einem extra Auffangbehälter und wird nicht erneut verwendet. Waschsauger eignen sich für eine Tiefenreinigung textiler Gewebe, aber auch für Hart- und Glattböden. Waschsauger werden oft in einen Topf mit den Nass-Trockensaugern geworfen, obwohl zwischen ihnen ein markanter Unterschied besteht. Nass-Trockensauger verstehen sich nämlich nur darauf, neben trockenem Schmutzstaub auch Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz aufzusaugen. Die für Waschsauger typische Sprühdüse fehlt ihnen. Trotzdem werden sie häufig zur Reinigung von Böden oder Polstern eingesetzt. Zu diesem Zweck muss aber die Reinigungsflüssigkeit vorher von Hand auf die Fläche verteilt werden, was in der Regel nicht so gut dosiert möglich ist wie bei einem Sprühsauger. Letztere arbeiten außerdem mit Druck, das heißt, die Reinigungsmittel werden effektiver als mit der Hand eingearbeitet. Außerdem besteht bei der manuellen Vorarbeit die Gefahr, dass zu viel Flüssigkeit aufgetragen wird. Oft wird daher davon abgeraten, Polster auch in Kfz-Wagen mit Sprühflasche und Nasssauger zu bearbeiten, da sich der Reinigungsvorgang nicht so gut kontrollieren lässt und die Polster zu nass werden könnten. Mitunter droht sogar Schimmelbefall. Zudem ist auf größeren Flächen diese Vorgehensweise umständlich und langwierig. Bevor wir jetzt zum Ranking kommen, möchte ich dich darum bitten, falls dir das Video bis hierhin schon gefallen hat, ein Like dazulassen oder verrate uns in den Kommentaren, was wir besser machen sollten. Und wenn du schon dabei bist, vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Dann wirst du keinen unserer kommenden Vergleiche verpassen. Und hier kommt jetzt das Ranking. Wir starten mit einer Gesamtwertung von 4,5 von 5 Sternen. Der Kärcher Putzi 8:1C. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 500 Euro. Der Kärcher Putzi 8:1C ist ein 1200 Watt starker Waschsauger und eignet sich zur Reinigung von kleinen Teppichbodenflächen. Nutzer verwenden ihn beispielsweise auch für Säuberungen von Sofagarnituren und Autositzbezügen. Laut Hersteller bietet das Modell die besten Rücksaugergebnisse im Vergleich zu allen derzeitigen Wettbewerbsgeräten. Dadurch wird eine schnelle Wiederbegehbarkeit und Verwendbarkeit von textilen Flächen gewährleistet. Das Gerät wird von Nutzern als leicht zu bedienen beschrieben, ein ergonomischer Griff unterstützt die angenehme Handhabung. Der Saugschlauch mit integrierter Wasserzuführung ist ausreichend 2,5 Meter lang und bietet einen großen Aktionsradius. Eine Bodendüsenhalterung ist am Gerät integriert und auch das Netzkabel wird bei Bedarf am ausklappbaren Kabelhaken positioniert. Es ist insgesamt 7,5 Meter lang, kann jedoch nicht aufgerollt werden, was zum Verstauen unvorteilhaft ist. Die Rollen an der Unterseite ermöglichen leichtes Hinterherziehen, der feste Stand wird dadurch nicht beeinträchtigt, wie man in Rezensionen erfährt. Das Sprühextraktionsgerät ist kraftvoll und kompakt, die Umgebung bleibt sauber, denn ungewollte Spritzen bleibt Anwendern zufolge aus. Die Reinigungsergebnisse mit der Handdüse gelingen ordentlich, Schmutz wird effektiv entfernt. Dank einem praktischen Sichtfenster behält man im Blick, wie viel Feuchtigkeit und Schmutzwasser bereits aufgenommen wurde. Das anschließende Entleeren gelingt Erfahrungsberichten nach einfach. Die Reinigung ist schnell bewältigt. Der Waschsauger erledigt seinen Job zuverlässig und ist bei häufig wiederkehrendem Einsatz für knapp unter 500 Euro eine lohnende Anschaffung. Wer nur gelegentlich mal einen Teppich reinigen möchte, kann als Alternative auch zu einem erschwinglicheren Modell wie den Kärcher SE 4001 Teppichbodenreiniger greifen. Auch einfache Geräte wie den Thomas Waschsauger Bravo gibt es bereits für unter 150 Euro bei Amazon. Daher sollte man vor einer Anschaffung abwägen, wie intensiv die Nutzung ausfällt. Weiter geht es mit dem Bissell Spot Clean Pro und der Gesamtwertung 4,6 von 5 Sternen. Zum Zeitpunkt des Tests startete der Preis bei rund 160 Euro. Option für umfangreiche Einsätze. Stärken sind die lange elektrische Zuleitung, die großvolumigen Tanks und die hohe Saugleistung. Schwächen sind uns noch keine bekannt.
Der Spezialsauger von Bissell ist auf die Entfernung von Flecken und anderen hartnäckigen Verschmutzungen ausgelegt. Er ist mit einem kraftvollen Motor ausgestattet, der eine entsprechend hohe Saugleistung zur Verfügung stellt. Dieses Modell ist mit besonders großen Schmutz- und Frischwassertanks versehen, die euch umfangreichere Reinigungseinsätze ohne Nachfüllen bzw. Entleeren ermöglichen. Beide Tanks sind entnehmbar. Das Handling gestaltet sich entsprechend unkompliziert. Ihr reinigt mit dem Fleckensauger eure Teppichböden und Polstermöbel ebenso wie das Innere eures Autos oder Caravans. Für einen großen Aktionsradius sorgt die erfreulich lange elektrische Zuleitung mit 6,5 Metern. Sowohl die Elektroleitung als auch den Saugschlauch bringt ihr zum Transport seitlich am Sauger unter. Getragen wird das Reinigungsgerät an einem integrierten Tragegriff. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Sauger für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zur Gesamtwertung 4,7 von 5 Sternen dem CleanCraft FlexCat 116 PD1. Zum Zeitpunkt des Tests startete der Preis bei ca. 350 Euro. Beim Begriff Nass-Trockensauger denken die meisten Menschen an sperrige Kesselsauger für den Werkstattbetrieb, die häufig mit einer zusätzlichen Gerätesteckdose versehen sind. Je nach Anwendungsbereich gibt es weitere Vertreter der Spezies Nass-Trockensauger. Die sogenannten Waschsauger wie den FlexCat 116 PD von CleanCraft. Diese Sauger sind für die Reinigung von Gewerbegebäuden oder Kraftfahrzeugen konzipiert. Wir haben die Nassreinigung auf Fliesenboden und auf Teppichboden getestet und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Bei Fliesen braucht es nach dem Absaugen nur eine gute Minute, bis der letzte Flüssigkeitsschleier verdunstet ist. Mit Teppichboden ausgelegte Räume sollten je nach Floorhöhe ein paar Stunden ungenutzt bleiben. Für die Reinigung gewerblich genutzter Räume wie Bürogebäude, Hotels oder ähnliches ist der CleanCraft FlexCat 116 eine echte Hilfe. Auch in Autohäusern bei der Gebrauchtwagenaufbereitung tut er gute Dienste. Die Möglichkeit zwischen Trockensaugen und Waschsaugen schnell zu wechseln macht ihn universell einsetzbar und spart bei der Arbeit eine Menge Zeit. Unser Fazit: Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.